Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von Kimber. Ich habe gestern gezeigt, wir starten den Mercedes mit dem Hightech-Teil hier. Da kam sofort eine Resonanz, ganz nett und super, vom Kunde. Ja, die Batterie ist 8 Jahre alt. Die haben wohl gesehen, irgendwie beim Reinfahren war irgendein Bremslicht nicht richtig an. Also das, ich habe noch mal gefragt, warum. Da achten wir drauf. Wenn hier ein Auto rausgeht, wir gucken immer noch mal Bremslicht, Rückwärtsgang. Geht das? Also dann fahre ich das Auto raus. Wenn ich sehe, dass ein Kunde eine Birne oder was kaputt hat, ersetze ich die und welchen Kunde dann auch sagen. Und auch wenn es auf der Rechnung steht, der Kunde wird schon sagen, alles ist auch richtig. So, dann starte ich mal eben hier drüber das Auto. Und war schon gigantisch. So, dann habe ich ja hinterher, zu dem Patrick gesagt, wir laden die jetzt mal richtig wieder voll, bis zur Ladeschluss, mal richtig dran. Ja, sagt der Stefan, mit dem Ladegerät, alles, so brauchst du doch gar nicht. So, weißt du was, der Booster ist doch jetzt im Auto. Mein Laptop stand ja daneben, dann habe ich mal eben den Vollladeparameter für die Starterbatterie, der sonst beim Rapid bei 12,8 steht, dass er die immer schön hält, habe ich den mal eben auf 14,3 gestellt. Stecker rein, hat der dann alleine gemacht. Hast du alle Möglichkeiten. Möglichkeiten ohne Ende mit dem Ding. Ja, da kommt da E-Mail auch, Kinder, sie halten mir die Augen zu. Mit kann man kein Relais nehmen und kann man das nicht mit einem Relais und einem Taster. Baut euch ein Relais, baut euch einen Taster, kauft euch für 179 Euro einen Ladebooster. Irgendwie im Leben kriegt man das alle hin. Das ist ein Hightech-Booster, auch kein Relais. Und ich will dem Mann auch nicht sagen, wenn da irgendwo steht, die Batterie ist leer, holen Relais, überbrück, machen Kurzschluss und nein, der Kunde drückt hier einmal drauf. Und dann läuft der Ladebooster. Das war schon interessant und da hat noch einer geschrieben, man könnte doch eine Leitung legen, mit einem Schalter machen. Ja, macht das alle. Baut ihr das alle und ich baue einen Hightech-Ladebooster. So sieht's halt aus, ne? Und schöne Reaktion. Finde ich immer gut, weil ich habe ja oft gesagt, ihr müsst das nicht immer alles in YouTube schreiben. Da gibt es besser, kann man auch besser mit E-Mail kommunizieren. Da habe ich keine Lust bei YouTube drauf. Mit dem Dauerentladestrom, ja, da muss ich ja sagen, da habe ich eine Fangemeinde. Aus einem ganz einfachen Grunde, unser Akku, der viereckige Untersitzakku, den ihr alle schon gesehen habt, der auf die Werkbank steht, hat einen Dauerentladestrom von 200 Ampere. Die braucht noch nicht mein Mensch. Wenn ich mein Auto mal nehme, ich nehme jetzt mein eigenes Auto. Ich habe die Klimaanlage an. Früher habe ich das lange gemacht, weil ich habe da auch kein Problem mit. Habe ich die Klimaanlage aus, mache ich Kaffee. Mal egal. Wenn meine Klimaanlage ist, habe ich nur noch meine Kaffeemaschine. Meine Kaffeemaschine hat 1200 Watt. Die war ja von Concord schon drin. So eine schöne kleine Mini-Kaffeemaschine, einwandfrei. So, und wenn ich das mache, komme ich, wenn kurzzeitig der Kaffee läuft, die Klimaanlage läuft weiter, wenn das so ist, komme ich kurzzeitig auf 180 Ampere Dauereinladestrom. Ja? Könnte ich mit einem Vierking-Akku sogar machen. Das ist aber nur kurzzeitig. Das nächste ist, du musst ja mal davon ausgehen, wenn du den 100 Ampere-Stunden Akku hast und du entlädst den mit 200 Ampere, wie machst du den denn wieder voll? Hast ja 15 Ampere Ladegerät drin. So ist ja die Realität. Ja, kannst du 6 Stunden laden, musst du 6 oder 7 Stunden laden. Also ist das alles Mumpitz. Das ist einfach alles Mumpitz. Und ich bin eigentlich dagegen, dass man die Leute dann immer so, ja, so für dumm verkauft, ja. Das heißt, muss ich denn einen Akku haben, 300 Ampere Dauerentladestrom oder 4? Ja, den musst du haben, weil das ist der gute Akku. Also, wie gesagt, zu dem Thema wollte ich mich einfach mal äußern. Das nächste ist, da gehen wir jetzt gleich mal raus im Betrieb, mit der Solarplatte möchte ich mal was zu sagen, weil da habe ich auch so viel Nachfrage. Und gut, das dauert alles, geht alles nicht so schnell. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass irgendein Camper schon mal ein Problem hatte mit dem Dauereinladestrom. Und das nächste ist ja, der Nächste sagt, ja, ich hätte aber 300 Ampere, aber dann sage ich, wie entlädst du die denn? Ja, ich habe doch einen Wechselrichter mit 2000 Watt.
Aber ich sage, dann kannst du doch nicht 300 entladen. Ja, wieso nicht? Ja, wenn 2000 aus dem Wechselrichter rausnimmst, sind das 160 Ampere. 165 oder fast, weiß ich, 168. Ne? Und das Nächste, wenn man jetzt mal schaut, wenn jetzt einer sagt, ah, ich habe da 4000 Watt Wechselrichter. Ich gucke dann so immer, wie ist denn dann eure Verkabelung bei 400 Ampere Dauerentladestrom? Ihr habt was für eine Ja, wieso? Ich hab ein dickes 50 Quadrat dran. Darum widerspricht sich dieser Mist so dermaßen. Schau mal, wenn man jetzt empfohlener Kabelquerschnitt. Wir sagen jetzt mal, unser Kabel vom Wechselrichter, so ein Kabel vom Wechselrichter ist 2 Meter lang. Die sind auch manchmal 4 Meter lang. Egal, aber ich sage nur 2. Belastung 400 Ampere, was dein Wechselrichter ja nicht kann, aber egal. Der Spannungsabfall 0,2. Bräuchtest du schon 150 Quadrat Kabel. Du hast eine 0 zu viel gemacht bei den... Wo? Du hast 4000 aus Versehen hier. Oh, 4000, das geht ja gar nicht. Deswegen auch 1400 Quadrat. Ja, also hast du gut auf empfohlener Kabelquelle. Kabellänge 2 Meter. Belastung in Ampere 400. 0,2 Spannungsabfall. Haben wir 142. Jetzt pass mal auf, was jetzt hier unten passiert. 140 Quadrat. Unser Kabel vom Wechselrichter machen wir mal 3 Meter lang. 142. 213, weil es 3 Meter lang ist. Komm, wir machen das Kabel mal 4 Meter lang. Von 213 Quadrat, 284. Das ist ein recht, recht guter, du kannst auch den Spannungsabfall auf 0,3 setzen, dann geht es auch wieder nach unten. Aber wenn ich diesen ganzen Blödsinn dann immer höre, was man den Kunden sagt, die Kunden haben das doch alle gar nicht, die können das doch gar nicht. Ich kann doch nicht einen Dauerentladestrom als Marketing nehmen. Jetzt kriege ich nächste Woche einen Akku, der hat einen Dauerentladestrom von 500 Ampere. Habe ich den besten Akku, weil 500 Ampere kann ja keiner. Braucht auch keiner. Ist einfach, da sollte man die Leute so ein bisschen, da müssten die Leute von selber zurückschießen. Also wenn du einen Akku hast, der 150 Ampere oder 200 kann, ist alles gut, aber die wirst du nicht schaffen zu entladen. Dafür hast du kein Gerät. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Du kannst jetzt den Wechselrichter anmachen mit 2000 Watt. Wie gesagt, haben wir 160 oder 165. Dann machst du Fernseher an, machst Licht an, machst Wasserpumpe an. Schaltest du alle an, bist du immer noch nicht an 200. Also nicht brauchst. So sieht es halt aus. Und darum möchte ich das immer so ein bisschen für die Leute mal erklären, was ihr daraus macht. Müsst ihr alleine wissen. Das müsst ihr ganz alleine wissen. Aber ich mag das nicht, wenn man die Leute einfach so für dumm erklärt. Du musst das haben. Dann rennen die Leute nachher los und sagen, ja, ich suche einen Akku, der 400 Ampere Dauerentladestrom kann. Ich verkaufe genug Akkus. Ne? Der 180 macht 170 Ampere Dauerentladestrom. Der kleine macht 150 Dauerentladestrom. Die Untersitzvariante macht 200 Ampere Dauerentladestrom. Ja? Wo ich aber noch mit dran bin. Aber das als Marketing zu nehmen, hier. Ja, so sieht es halt aus. Komm, ich gehe mal mit dir zu der, die liegen hier, weil damit habe ich schon getestet, dieses, wie heißt es hier, Master Slate. Ich habe gar kein Programmierkabel hier, ne? Wollte mal was zeigen, weil ich habe die neue Software drauf, wollte mal was zeigen, was ganz... So, guck mal, ich habe ja jetzt auch, ich möchte mal was zeigen. Viel Arbeit reingesteckt. Kinders, was steckt hier Arbeit drin? Das versteht ihr alle gar nicht. Hier oben steht jetzt D+, ne? Jetzt zeige ich euch mal was. Guck mal hier. Jetzt gehen wir mal auf Slave. Das braucht er nicht mehr. Er braucht nur noch die Schutzschaltung. Darum ist das Feld tot. Das braucht er nicht. Ich muss ihm nur einmal die Schutzschaltung eingeben. Alle anderen Daten holt er sich ja von dem anderen Booster. Und guck mal, was wir hier gemacht haben. Das, guck mal hier. Guck mal, da steht Brennstoffzelle. Da haben wir die Brennstoffzelle jetzt mitprogrammiert. Der steuert die. Ja, mit diesem An, Aus, weil die ja 24 Volt ist. Da ist er auch schon lange dran. Ne? Also so sieht das aus. Kinders, ihr könnt alle machen und was und wie und könnt auch im Caravan gehen. Dieser Ladebooster ist zurzeit das Maß aller Dinge. Gut, andere bauen sich für 199 den Ladebooster ein. Und ich baue den ein. Und richtig viel. So sieht das aus. So, komm mal her, ich zeige dir mal was. Ich muss mir ja dann auch immer
so ein Quatsch, so im Internet höre ich mir das alles immer an. Das ist Original Sunpower Zelle, weil die kriegst du ja nur bei denen. Nur der Hersteller kauft die ein, die verkaufen ja ihre Zelle. Wären sie ja blöd, wenn sie das nicht tun würden. Die Zelle muss ja irgendwo zu den Firmen gehen und die bauen dann Solarmodul. Weil das ist Original, nix hier, Kopie kann man ja nicht. Das ist Original Sunpower Zelle, eine Original Sunpower Zelle. Nix halb und nicht original, und weil die bauen die ja nur. Ja. Und diese hat 80 Zellen und 52 Volt. Ja? Weil nur das ist das Original, das ist alles dummes Geschwafel. So sieht's aus, liebe Camper. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das Wetter ist ja beschissen. Und wir hören uns, wir sehen uns. Und ja, ob ich am Caravan so lang bin, weiß ich noch nicht. Vielleicht flitze ich da Samstag oder Sonntag einmal mal drüber. Dann ist für mich nicht mehr so die Erfüllung da. Autos gucke ich mir sowieso nicht an. Ich gehe da mal ein bisschen so in eine Technikhalle und irgendwie verändern tut sich da sowieso nicht viel. Die Klimaanlagen sind immer die gleichen, die Antennen sind immer die gleichen. Ja, der Kühlschrank hat ein anderes Display, darum ist das für mich nicht so innovativ. Ich wetze da einmal drüber, ja, und dann fahre ich auch wieder nach Hause. So sieht es aus, liebe Camper. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Daumen hoch. We'll be right back.